Hallo und herzlich willkommen zu dieser Expertenrunde heute zum Thema, wie kann ich mein Unternehmen sicher ins Homeoffice bringen? Mein Name ist Hauke Giro, ich leite die Unternehmenskommunikation bei GData und ich spreche heute mit Andreas Lüding, Gründer und Vorstand bei GData. Hallo Andreas. Hallo Hauke. Und mit Dr. Tillmann Frosch, Geschäftsführer der GData Advanced Analytics. Hallo Hauke. Hi. Ja, viele Unternehmen fragen sich akut, was kann ich jetzt tun? Wie kann ich meinen Geschäftsbetrieb fortsetzen, wenn meine Mitarbeiter aus Gesundheitsgründen von zu Hause arbeiten müssen oder sollten? Und da lauern natürlich dann auch eine ganze Menge Fallstricke, was die IT-Sicherheit angeht. Andreas, vielleicht die erste Frage an dich. Wir bei GData haben diesen Prozess ja auch gerade hinter uns oder befinden uns noch mittendrin. Was waren für dich so die wichtigsten Lehren aus der ersten Woche, wo viele Mitarbeiter jetzt im Homeoffice aktiv sind? Ja, zunächst einmal natürlich auch von der Geschäftsführungsebene mit der IT zu besprechen, inwieweit Leitungen ausreichend sind, inwieweit die Kapazität von eventuell VPN-Tunneln überhaupt ausreichend sind. Das hat schon sehr geholfen, einen groben Überblick zu bekommen, wie weit man überhaupt gehen kann, wenn letztendlich ein Großteil der Mitarbeiter noch überhaupt gar nicht im Homeoffice gearbeitet haben und jetzt eigentlich angesagt möchten ganz gerne, dass sie einen Laptop mitnehmen und von zu Hause arbeiten. Und letztendlich eine gewisse Prioritätenliste erstellt, welche Abteilungen, welche Prozesse auf jeden Fall für das Unternehmen gerade jetzt in den nächsten 2-3 Tagen äußerst wichtig sind und letztendlich dann natürlich diese Mitarbeiter priorisiert, nachdem, dass sie ins Homeoffice kommen können. Tillmann, mit der GData Advanced Analytics seid ihr häufig auch bei Incident Response Einsätzen aktiv. Das heißt, ihr seht sehr viel Infrastruktur von Unternehmen, ihr wisst sehr viel, was draußen läuft. Wo würdest du denn jetzt im Moment akute Schwachstellen vermuten, wenn Unternehmen ihre Infrastruktur sehr schnell umstricken müssen und Homeoffice-fähig machen müssen, obwohl sie vorher damit noch keine Erfahrung hatten? Weil der eine Punkt ist im Prinzip der, den Andreas gerade schon genannt hat. Ne? Wir sind super wichtig, einfach entweder schon zu wissen oder schnell zu identifizieren, was denn die wirklich prioritären Dienste sind, was brauchen die Leute, um zu arbeiten. Was sind die zentralen Infrastruktur? Elemente im Unternehmen, was sind zentralen Dienste im Unternehmen. Und ja, dann trotzdem das Ganze nicht einfach mal eben frei ins Internet zu hängen, wenn es irgendwie geht. Selbstverständlich steht für viele Unternehmen gerade Arbeitsfähigkeit an erster Stelle. Und das ist 100% nachvollziehbar. Das ist auch richtig. Also Business Continuity kurzfristig erstmal zu sichern, dabei aber nicht aus dem Blick zu verlieren, dass wir das auch langfristig oder längerfristig sichern müssen. Denn naja, auf der anderen Seite gibt es eine Menge Täter, die ihre Business Continuity definitiv auch sichern und die diese Gelegenheiten nutzen. Die Anzahl von Scams, die sich auftun im Bereich, also mit Keywords Covid, Corona, SARS-CoV-2 und so weiter, ist erheblich. Die Anzahl der Domain-Neuregistrierungen in diesem Bereich ist kaum überschaubar. Und wir wissen also, dass der Cybercrime-Bereich gerade sehr, sehr, sehr aktiv das Thema auch angeht und dass denen natürlich auch bewusst ist, dass gerade viele Unternehmen sich mit ihrer Mitarbeiterschaft, soweit es irgendwie geht, ins Homeoffice bewegen. Und klar, man mag verleitet sein, zum Beispiel irgendwie das SharePoint halt mal eben ins Internet zu hängen, weil das halt schnell geht, oder ja, den LFP-Server aufzumachen, weil das halt schnell geht als Terminal-Einstieg. Kann man alles in gewissem Umfang tun, muss man halt richtig tun. Gleiches, wenn man irgendwie das schon ermöglichen kann, wenn man das schon hat, würde ich natürlich immer empfehlen, erstmal einfach den VPN-Zugang für die Mitarbeiter aufzubohren oder in den besten Fall einfach diesen vorzuhalten. Was wir sehr großflächig auch gemacht haben hier im Haus. Bin da übrigens tatsächlich sehr stolz, was auf GData, auf die Kollegen, wie viel sie da in den letzten Tagen geleistet haben. So mal eben mehrere hundert Mitarbeiter infrastrukturell ins Homeoffice zu bewegen innerhalb von 3 Tagen. Gut ab. Du hast jetzt schon angesprochen, viele Mitarbeiter, die ins Homeoffice geschickt werden. Andreas, in jedem Unternehmen gibt es natürlich viele Mitarbeiter, viele natürlich dann auch IT-affin, aber es gibt immer auch Bereiche, wo die Mitarbeiter vielleicht eben nicht über die großen IT-Kenntnisse verfügen, weil das einfach auch nicht ihr primärer Job ist. Was sind denn da so die größten Challenges und was kann man denen mitgeben, damit die eben nicht den von Tillmann beschriebenen Angriffen auch zum Opfer fallen? Ja, vielleicht erstmal ganz am Anfang angefangen. Wenn Sie einmal von zu Hause aus eine Verbindung überhaupt zur Firma haben, das ist schon natürlich viel wert.
ich denke, man sollte trotzdem darauf Wert legen, in der Kommunikation mit diesen Mitarbeitern, dass sie darüber hinaus auch noch einen Weg finden, mit beispielsweise der hauseigenen IT oder dem Systemhaus zu kommunizieren. Denn wenn etwas nicht funktioniert, dann bleiben nur konventionelle Methoden wie ein Telefon oder das normale Internet ohne Firmenverbindung bleiben noch dabei. Aber was man alles an Fehlern machen kann, auch letztendlich, man muss sich vorhalten für Mitarbeiter, die jetzt nicht gewohnt sind, über eine Remote-Verbindung mit ihrer Arbeitsstelle zu kommunizieren, ist das eine gewisse Stresssituation. Funktioniert die Technik? Kann ich irgendwas falsch machen? Irgendwelche Knöpfe falsch drücken? Wenn ich mich jetzt falsch einlogge, bin ich dann raus? Muss ich dann wieder eventuell das Haus verlassen, was in dieser aktuellen Situation eventuell ja sehr, sehr schwierig ist und mit Angst verbunden ist? Hat die Geschäftsführung mich tatsächlich irgendwie mit all meinen Fragen abgeholt? Was ist letztendlich mit dieser komischen Arbeitsumgebung? Das bin ich nicht gewohnt. Normalerweise bin ich an einem Schreibtisch mit vier weiteren Mitarbeitern und wir reden auch letztendlich über Dinge sehr, sehr ad hoc. Und letztendlich das eigene Zeitmanagement am Arbeitsplatz, an dem neuen Arbeitsplatz, wenn eventuell noch Kinder dazukommen oder auch nur der Postbote reinkommt oder man auf ein Paket wartet, was vielleicht in dieser Zeit momentan auch sehr, sehr angesagt ist. Das ist eine gewisse Stresssituation. Und wir haben durchaus die Befürchtung, dass gerade in Stresssituationen man weniger Aufmerksamkeit gegenüber Angriffen beispielsweise, Phishing-E-Mails beispielsweise ist oder wenn ein Login-Angebot von einem möglichen Arbeitskollegen kommt, mit dem man dann über irgendeine Serverplattform kommunizieren soll. Das kann natürlich dazu führen, dass sehr schnell Rechner kompromittiert werden, weil sich Cyberkriminelle die Situation ausgenutzt haben. Tim, du nix. Ich meine, es wird jetzt sicherlich viele neue Cloud-Dienste geben, mit denen auch Mitarbeiter dann über Nacht quasi konfrontiert sind. Das dürfte ja für Scammer und für Phishing ein Fest sein, oder? Ja, klar. Man muss da sicherlich einfach eine Abwägung treffen und man kann viel damit auffangen, wenn man im Unternehmen sauber kommuniziert. Im Allgemeinen ist zumindest so unauthentifiziert E-Mail als Informationskanal ist. Gut verbreitet ist es halt. Das heißt, wenn ich viele Scammer treffen ja nicht auf die Sprache, die im Unternehmen gesprochen wird. Die Unternehmenskultur reflektiert sich ja auch in der Art, wie E-Mails geschrieben sind. Das kann dabei helfen. Ganz klar ist, Cloud-Dienste, die gerade ad hoc neu eingeführt werden, was total hilfreich sein kann, muss man ganz klar sagen. Ne? Also mal eben das Dokumentenmanagement irgendwie in eine Cloud-Umgebung bewegen zu können, zum Beispiel, ist ein Feature, das wirklich vielen Unternehmen halt helfen kann. Weil es eben halt genau vermeidet, dass man sich eben die Löcher durch die Firewall bohrt, die eigentlich gar nicht sein müssen. Was ich sagen möchte, sind alle Änderungen, die man macht in dieser Situation, müssen sehr sauber kommuniziert sein. Wenn ich interne Kommunikationsplattformen habe, die eben keine E-Mail sind und die alle Mitarbeiter erreichen, umso besser. Das gibt mir einen vertrauenswürdigeren Informationskanal. Und das heißt, die Unternehmen, die das schon haben, denen ist ja angeraten, das zu nutzen. Unternehmen, die das halt gerade noch nicht haben, die werden sich um so etwas kümmern müssen. Wie Andreas gerade auch schon sagte, es wird nicht alles auf Anhieb super gut funktionieren. Es wird einfach ab und zu mal hakeln bei der Nutzung von Infrastruktur, bei der Zusammenarbeit. Und da sind halt einfach Supportkanäle, sei es zur IT, sei es auch beispielsweise zu HR oder anderen Bereichen, halt möglicherweise einfach notwendig. Wenn ich möglicherweise diese notwendig. Bei Didata haben ja viele Mitarbeiter auch Laptops und das wird auch häufig jetzt angenommen, dass wir alle einfach ihren Laptop mit nach Hause nehmen. Das ist aber ja in vielen Unternehmen nicht so. Es gibt eben noch viele Unternehmen, wo auch stationäre Rechner durchaus sinnvoll sind, weil sie vielleicht mehr Rechenleistung haben. Wie kann man denn in dem Fall dafür sorgen, dass die Leute trotzdem arbeiten können, wenn man jetzt nicht will, dass alle mit dem Rechner unter dem Arm aus dem Betriebstor laufen? Ja. Ehrlich gesagt, die pragmatische Lösung in vielen Fällen ist, dass Leute nicht unkontrolliert, aber halt tatsächlich man eben ein Freigabedokument erstellt und sagt hier, dass Menschen, die mit diesem Dokument und ihrem Rechner durchs Betriebstor laufen, da ist das genauso gedacht und in Ordnung. Der interessante Punkt ist der eine, was mache ich mit den Rechnern, bevor ich die in eine weniger kontrollierte Netzwerkumgebung gebe? Das heißt, der Quick Fix an der Stelle ist, wenn man ganz nüchtern, die Windows Firewall Default Settings für Windows 10 sind schon mal ganz gut. Damit kommt man ganz schön weit. Das ist, verhindert schon viele Möglichkeiten, sich in den Fuß zu schießen. Einfach wenn das dann in eine Heimumgebung kommt, wo ich dieses Unternehmen nicht kontrollieren kann. Nichtsdestotrotz werde ich dafür sorgen müssen, dass diese Rechner auf eine kontrollierte Art und Weise irgendwann wieder ins Unternehmen zurückkommen. Und das kann dann natürlich, den Aufwand muss man halt auch von vornherein einplanen. Ich würde noch einen Zwischenschritt nehmen. Zwischendurch sind die Rechner auch tatsächlich bei Mitarbeitern zu Hause.
Sie haben letztendlich damit diesen Rechner an einem gewissen Arbeitsplatz, im günstigsten Fall in einem Arbeitsraum, aber in vielen Fällen vielleicht auch tatsächlich in der Küche oder auf dem Wohnzimmertisch. Wenn das tatsächlich Rechner aus dem Büro sind, und ich spreche da auch für uns dementsprechend, wenn wir da Entwicklerrechner beispielsweise haben von Menschen, die im Research Development Team unterwegs sind, dann sind das natürlich hochrangige Maschinen. Auf denen kann man auch wunderbar Filme gucken und auf denen kann man auch wunderbar spielen. Und da ist auch wieder Aufklärung notwendig, warum das nach Möglichkeit jetzt dem Filius beispielsweise untersagt werden sollte, diesen 10-mal schnelleren Rechner zu nehmen und dort diverse Spiele mit Modifikationen zu laden, die ebenfalls natürlich zu einem Kompromittierungsvektor werden können, dann allerdings auch direkt mit dem Firmennetzwerk verbunden sind. Wir haben jetzt auch viel gesprochen über technische Probleme, die auftauchen können. Letztlich muss man natürlich auch sagen, das Büro ist einfach auch ein Kommunikationsraum. Ein Kommunikationsraum zwischen Abteilungen, zwischen Mitarbeitern. Es gibt viele Gespräche an der Kaffeemaschine, dabei entstehen auch häufig interessante Ideen. Das fällt jetzt ja weg. Wie kann man denn sowas ersetzen? Ja, wir haben da tatsächlich einige Ideen gesammelt, wie man das machen könnte. Eine Möglichkeit wäre letztendlich einfach Kommunikationsraum mit einem Videochat zu versehen und letztendlich, dass die Leute eingeladen sind, wenn sie dann mittags ihre Mahlzeit zu sich nehmen, halt sich dementsprechend im Videochat mit Leuten in Verbindung setzen oder einfach in einen Videochatraum gehen, wo sie eventuell auf ihre Kollegen treffen, die auch gerade essen oder theoretisch eine Raucherpause machen, ja. Auch wenn man Rauchen aktuell sicherlich noch weniger empfehlen kann als sonst. Ja, okay, aber das ist schwer in die Köpfe reinzubringen. Habe zwei Haare. Das ist tatsächlich ein Mechanismus, den wir genauso auch etabliert haben, den ich auch von anderen Unternehmen kenne, von anderen Teams kenne. Tatsächlich das gemeinsame Essen, ja, das kann man ja immer noch machen. Und das ist nicht das Gleiche, aber es ist auf jeden Fall ein großer Schritt vorwärts aus. Ich sehe meine Kollegen gar nicht mehr, mein sozialer Kontext fällt weg. Wir müssen ja auch daran denken, wir schicken ja nicht Mitarbeiter ins Homeoffice in einer völlig entspannten Situation. Das ist, jeder ist in seinen Gedanken auch in einem gewissen Umfang in der aktuellen Situation, hat möglicherweise ältere Verwandte, um die er besonders besorgt ist oder sie besonders besorgt ist. Und das heißt, damit dann auch noch mit einer sozialen Kontaktbeschränkung, was zumindest physischen Kontakt angeht, umzugehen, ist eben für viele Menschen nicht sonderlich leicht. Und das ist auch was wir als Arbeitgeber mitdenken müssen. Auch wir müssen an dieser Stelle eben genau solche Angebote machen und auch in den jeweiligen Teams klar haben, die Teams sind auch eine Supportstruktur. Wir haben sicherlich Menschen, um die wir uns besonders kümmern müssen. Das betrifft Auszubildende und insgesamt einfach die sehr junge Belegschaft, die mit so einer Situation vielleicht schwieriger umgehen kann, aber am Ende ist es in vielen Fällen altersunabhängig. Wir haben da eine Aufgabe als Arbeitgeber, aber jeder Mitarbeiter hat am Ende auch diese Aufgabe, auf die Kollegen zu gucken, mit den Kollegen ja nach wie vor Kontakt zu halten. Jetzt für diese sozialen Kontexte sowieso, aber halt ganz, ganz wichtig auch natürlich, Arbeitsprozesse sehen anders aus, Kommunikationsprozesse sehen anders aus. Und um genau die müssen wir uns auch kümmern. Wenn viel beiläufige Kommunikation, wie du gerade schon gesagt hast, Hauke, und auch Andreas, findet eben in ja, Versammlungsräumen oder Gemeinschaftsräumen in irgendeiner Form statt. Teeküche, Kaffeeküche, das Bistro oder die Kantine, das fällt natürlich alles weg. Das heißt, wir verlieren im Prinzip so diese ganze beiläufige Kommunikation, die eigentlich da ist in normalen Mitarbeiterschaft, der ganze Ideenaustausch, der fällt erstmal so weg. Und den werden wir natürlich in einer gewissen Form, sind wir halt gehalten und es ist eine Notwendigkeit, dafür ein Framework zu schaffen, Strukturen zu schaffen, die uns ein ähnliches Informationsoutcome geben. Das geht von ganz einfachen Mechanismen, wie viele Mitarbeiter müssen auch Kinder betreuen. Das heißt, möglicherweise sind die Kernarbeitszeiten einfach was in Teilen nur sehr theoretisch ist. Und das heißt, ich habe natürlich eine asynchronere Kommunikation. Ich habe einen größeren Need zur Schriftkommunikation. Ich habe einen größeren Need zu einer geplanten Kommunikation und auch klar zu machen, am Schreibtisch können mich alle Leute sehen, wenn ich da bin. Die laufen an meinem Büro vorbei oder stehen kurz auf, je nachdem, wie das Setting ist, und gucken über den Großraum rüber. Das ist jetzt nicht mehr gegeben. Das heißt, so Gepflogenheiten zu etablieren, wie wenn ich anfange zu arbeiten, dann melde ich mich im Teamchat und sage einmal, hi, ich bin jetzt da. Und wenn ich irgendwie von der Tastatur weg bin und einfach nicht erreichbar bin, dann sage ich das auch einfach kurz. Wenn ich wieder da bin, sage ich das auch kurz. Also das, was vielleicht der ein oder andere noch aus dem Internet Relay Chat, IRC, von früher kennt, dass Leute halt irgendein Sign-in, Sign-off machen, das ist halt diese
Routinen braucht es halt explizit auch, wenn man seine Belegschaft irgendwie nach Hause verlegen muss. Insgesamt steigen natürlich auch noch, also steigt an vielen Stellen auch der Koordinierungsbedarf, beziehungsweise verändert sich zumindest dramatisch. Also Koordinierung findet ja auch sonst statt im Unternehmen. Und da werden dann sicherlich auch während der Homeoffice-Phase eine ganze Menge Prozesse umgestrickt werden müssen, oder, Andreas? Ja, momentan, wir sind seit einer Woche mit einer sehr großen Anzahl von Mitarbeitern tatsächlich im Homeoffice. Es etablieren sich durchaus neue Arbeitsprozesse. Ich war auch sehr skeptisch gegenüber Homeoffice. Mittlerweile merke ich, ja, man kann sehr konzentriert tatsächlich hier arbeiten. Man kann auch konzentriert mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Man muss sich ein Stück weit darauf einlassen, das ist absolut richtig. Aber die Tools, die einem theoretisch heute alle zur Verfügung stehen, sind eigentlich perfekt dafür gemacht, um einen gewissen Kollaborationsgrad auch über die Entfernung hin durchführen zu können. Und nicht nur in einem Raum, wenn man auf jeden Fall vor einem gemeinsamen Whiteboard sitzt. Aber selbst Whiteboards könnte man über Videoplattformen spiegeln. Also ich habe momentan, sehe ich für mich, außer dass ich leider Gottes unseren schönen G-Data Campus seltener sehe, keine wirklichen Einschränkungen bezüglich meiner Arbeit. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Tillmann beispielsweise ist oder auch bei dir, wäre vielleicht auch mal ganz interessant in der Presseabteilung, wie du das siehst. Ich finde es schon sehr spannend. Ich merke auch, dass ich, also ich merke, dass meine Tätigkeit im Verhältnis zu sonst sich schon verändert, weil ich jetzt viel stärker noch Koordinierung mache und im Moment eben auch gucke mit anderen Abteilungen, wie wir jetzt neue Projekte an den Start bringen können, weil wir natürlich jetzt auch viele neue Formate bespielen müssen. Sonst gehen wir viel auf Messen als Unternehmen. Wir nehmen an Konferenzen teil, pflegen persönliche Kontakte. Das fällt im Moment weg. Das heißt, da müssen wir eben auch neue Formate entwickeln, so ein Format wie jetzt zum Beispiel, dass wir uns hier per Videochat zusammenschalten und einfach mal über das Thema sprechen. Das ist eben durchaus auch neu an vielen Stellen. Das ist natürlich auch eine Chance, da neue Sachen zu entdecken, aber es verändert natürlich erstmal die Prozesse. Ich muss ganz klar sagen, wir sind ja in der Advanced Analytics im Prinzip zu jedem Zeitpunkt so 10-30% der Mitarbeiter remote, sei es, weil sie von zu Hause arbeiten, oder weil sie halt schlicht und ergreifend beim Kunden sind. Das heißt, wir haben das Glück, dass wir schon die Infrastruktur sowieso stehen hatten. Das heißt, in der Migration ins Homeoffice war zu sagen, würden euch empfehlen, jetzt primär Homeoffice zu machen. Und dann hat es halt so 2 Tage gedauert, also 1 Tag gedauert, bis noch einer im Büro war. Und nach 2 Tagen war es halt erstmal leergezogen. Auch wir merken natürlich aber, dass ein Teil unserer Mitarbeiter hat Erfahrung damit, voll remote zu arbeiten. Das sind es auch entsprechend ausgestattet, hat halt auch ein vollfunktionales Homeoffice, weil haben damit vielleicht viele Jahre schon verbracht. Für einen anderen Teil ist das neu. Der Erfahrungsaustausch ist super wichtig. Und wir haben, ja, trotzdem auf der Prozessebene ist so ein Move in Full Remote Work ein, sagen wir mal, Kristallisationskern für Prozesse, die vielleicht man eh schon mal auf der Liste hatte, wo man dachte, okay, die müssen wir anfassen. Das wird irgendwann auch drängend, aber gerade ist es noch nicht drängend. Und dann, ja, merkt man es einfach recht viel, viel deutlicher. Also viel sind einfach so Koordinations- und Abstimmungsprozesse, die halt möglicherweise eher informell sind normalerweise. Ja, auch ich habe natürlich gerade viel Koordinationsarbeit. Ich habe glücklicherweise auch total viel Tagesgeschäft noch, weil für uns in vielen Punkten, ja, tatsächlich unser Geschäft genauso weiterläuft, wie es bisher war. Wir fahren weniger Auto. Das ist grundsätzlich auch was Gutes. Und für unsere Kunden in dem Fall die sichere Wahl. Wir werden nicht umhin kommen. In einigen unserer Geschäftsfelder müssen wir vor die Tür. Ne? Incident Response. Ja, wir sind da wohl strukturiert und wir haben da viel Technologie und viel Praktik damit, das sehr effizient mit relativ wenig Leuten vor Ort zu machen und viel aus dem Backoffice zu erledigen. Einfach weil das für unsere Kunden noch preisgünstiger ist. Aber ja, selbstverständlich gibt es Bereiche, da werden wir immer noch vor die Tür müssen. Aber genau diese Bereiche, genau diese Art zu arbeiten, das Wissen, dass immer ein erhebliches Set von Kollegen in Kundenaufträgen gebunden ist, was im Prinzip nicht anders ist, als remote zu sein, was die asynchrone Kommunikation angeht, das ist natürlich gerade für uns ein großer Vorteil. Was mir vielleicht ein bisschen Angst macht, es war jetzt viel Euphorie dabei, auch von euch beiden, ein bisschen, ja, wir packen das jetzt auch im Homeoffice.
Was mir tatsächlich Angst macht, vielleicht nicht unbedingt auf unser Unternehmen bezogen, weil wir sind ein Sicherheitsunternehmen. Das heißt, wir wissen normalerweise, was passiert, wenn wir einen Internetport nach draußen spiegeln, wenn wir einen Server nach draußen spiegeln und dokumentieren das auch dementsprechend. Aber andere Unternehmen, die jetzt beispielsweise auch mit einem Systemhaus, das vielleicht etwas unerfahren ist, mit Remote Work zusammenarbeitet, da sehe ich eine Gefahrenquelle drin, dass sehr, sehr schnell natürlich jetzt momentan in der aktuellen Phase auch Einstellungen getätigt werden, die vielleicht nicht wirklich dokumentiert sind, die dann auf Dauer bestehen bleiben. Und solche Unternehmen dementsprechend auch anschließend abzusichern, das wird, glaube ich, nochmal ein ziemlicher Akt werden. Wir haben ja gerade auch noch einen Guide veröffentlicht aktuell, speziell jetzt für G-Data-Kunden, wie man dann zum Beispiel auch seinen Management-Server für die Antivirus einstellen muss, damit er eben auch im Homeoffice alle Maschinen gut schützt, damit er auch administrierbar ist aus der Ferne. Ne? Das sind dann auch ganz praktische Fragen, die sich stellen, wenn man dann eben auch eine Sicherheitslösung einsetzt, die Mitarbeiter eben aber nicht mehr auf dem Campusnetz aktiv sind. Auf der Produktseite von G-Data kann man auch ganz klar sagen, unsere Backend-Lösungen können in der Cloud gehostet werden. Das ist in der aktuellen Situation bei einer schnellen Umstellung möglicherweise von großem Vorteil. Das ist auch genau ein Teil von dem Guide, den du gerade erwähnt hast. Auf der Dienstleistungsseite mit der Advanced Analytics stellen wir uns definitiv darauf ein, dass wir eine steigende Anzahl von Incident Response Cases lösen müssen mit unseren Kunden, dass wir dabei auch primär Kontakt zu Unternehmen haben werden, die bisher nicht zu unseren Kunden zählen. Wir stehen an der Stelle auf jeden Fall bereit, unsere Erfahrungen zu unterstützen, in dem vollen Wissen, dass wir infrastrukturell und in unserer Arbeitsweise extrem privilegiert sind und dass wir wissen, dass das bei weitem, weil nicht in jedem Unternehmen so ist, nicht jeder hat eben skalierende VPN-Infrastruktur da stehen zum Beispiel. Manchmal muss es halt schlicht und ergreifend reichen, einen Zugang zum Terminal-Server auch zu machen. Ja, und dann ist halt die Frage, lasse ich das jetzt so und warte auf die nächste Remote-Code-Execution oder ziehe ich das irgendwann wieder nach? Und ein wertvoller Punkt an der Stelle wäre beispielsweise Multifaktor-Authentifizierung oder Zweifaktor zu implementieren, nach Möglichkeit eine Lösung, die komplett softwarebasiert ist, damit ich nicht noch Hardware-Tokens durch die Gegend schicken muss, damit die Kollegen dann auch diese Lösung nutzen können und so weiter und so fort. Also da gibt es eine Vielzahl von Stellschrauben, eine Vielzahl von Dingen, die man richtig oder falsch machen kann. Und wir geben selbstverständlich unsere Erfahrungen in dem Kontext sehr, sehr gerne weiter. Ich würde euch zum Ende nochmal mit einem Buzzword konfrontieren wollen. Digitalisierung ist ja ein Buzzword, was seit Jahren überall gespielt wird. Ich habe das Gefühl, das passiert jetzt an vielen Stellen, vielleicht auch zwangsweise. Ich habe das dann gesehen, wenn ich jetzt mal zum Einkaufen irgendwie war, dass man auf einmal aufgefordert wird, mit Kreditkarte oder mit EC-Karte zu zahlen, was ja in Deutschland sonst nicht unbedingt Standard ist. Was erwartet ihr denn in diesem Bereich? Was wird sich da verändern? Vielleicht auch in unserer Gesellschaft, in unserer Wirtschaft. Was sind da auch die Chancen vielleicht in der derzeitigen Situation? Naja, da kann man vielleicht noch ein zweites Passwort dem der Digitalisierung gleich da hinterherhängen. Das bedeutet Cloud. Deutschland ist normalerweise auch im Mittelstand nicht unbedingt ein Befürworter von Cloud-Diensten, auch wenn wir sie im Privaten wahrscheinlich alle mit irgendwelchen Fotos oder sonstigen Dingen auf dem Mobilgerät schon alle nutzen. Letztendlich natürlich ein Tunnel, ein VPN-Tunnel in das Firmennetzwerk rein, ist immer auch gleichzeitig, das Tunnel heißt schon so, ein Flaschenhals. Natürlich, wenn man Cloud-Dienste generell im sicheren Maßstab selbstverständlich nutzt, hat man momentan auch noch nicht einmal die Bredouille, weil alles, was natürlich nach draußen geht, ist frei über das Internet verfügbar und muss nicht erst über einen VPN in irgendeiner Weise authentifiziert werden. Von daher erwarte ich, dass diese Dienstleistungen, die as a Service angeboten werden, durchaus einen kleinen Boom erleben werden dadurch. Ich sehe das auch ganz klar als auch eine extrem richtige Überlegung. Unternehmen, die möglicherweise vielleicht gar nicht so viel IT-Staff haben, es spart unglaublich viel Arbeitszeit, wenn jemand anderes die Plattform betreibt oder den Dienst betreibt. Das kann an dieser Stelle einfach die schlaue Entscheidung sein, diesen Weg zu gehen. Das, wie gesagt, jede Lösung für jedes Unternehmen ist irgendwie individuell. Und um zu deiner Frage zurückzukommen, Hauke, natürlich ja in Richtung Digitalisierung, möglicherweise auch in Richtung Breitbandausbau, der in Deutschland ja immer noch verbesserungsbedürftig ist. Klar ist das eine Riesenchance. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass es erstmal für uns alle eine beispiellose Herausforderung als Gesellschaft. Vielleicht zum Abschluss von euch beiden jeweils ein kurzer Tipp. Was wäre euer größter Tipp an Unternehmen im Moment zu tun in dieser herausfordernden Situation, wenn sie denn in der Lage sind, wie du richtig sagst, Tillmann, Teile ihres Geschäfts dann
aus der Ferne abzuwickeln? Was wäre die wichtigste Maßnahme? Ja, eine Sache ist natürlich, zielstrebig und besonnen vorzugehen, allerdings natürlich auch Dinge auf den Weg zu bringen, um letztendlich das Unternehmen durch diese Krise zu führen, die Mitarbeiter mitzunehmen dabei. Viel Kommunikation auf jeden Fall zu Partnern, zu Kunden, auch zu Mitarbeitern. Ich glaube, das sind so wesentliche Punkte, die wir momentan erfüllen müssen. Ich kann mich, Andreas, dann in dem Punkt sehr stark anschließen. Es ist wichtig, entschlossen zu handeln. Es ist auch völlig klar, dass wir Imperfektionen hinnehmen müssen. In dem ganzen Kontext gibt es einen super guten Satz, der gilt in vielen Kontexten auch. Perfection is the enemy of the good. Das ist auch hier so. Man macht Kompromisse in dem Punkt. Der Punkt, das Wichtige ist, sich an diese Kompromisse zu erinnern, die man gemacht hat, auf technischer Ebene, auf Prozessebene und gerade im Bereich der eigenen Verteidigung gegen Angriffe aus dem Internet, gegen Cybercrime, sich seiner Lücken bewusst zu sein und möglicherweise auch, wenn man sich nicht ganz sicher ist, im Zweifel einfach Angebote in Anspruch zu nehmen, die einem diese Lücken aufzeigen können. Security Assessments in welcher Darreichungsform auch immer, können da tatsächlich unglaublich hilfreich sein, weil man eben nicht mehr blind fliegt. Und das ist was, das passiert sicherlich nicht diese Woche, aber eine neue Infrastruktur verdient eine sorgfältige Betrachtung. Und die ist auch in diesem Kontext unbedingt notwendig. Ja, dann bedanke ich mich bei euch für das Gespräch und ja, wünsche euch ein schönes Wochenende. Danke, Hauke. Danke, Hauke. Danke, ciao.